Hallo, na? Jetzt reden wir mit Red. Und Red hat voll die Peilung. Der bringt uns nämlich jetzt schön weiter. Ich habe Blake Bescheid gegeben. Ja. Alles klar, dann warten wir jetzt, bis er zu mir kommt. Ich habe auch eine Idee, was du in der Zwischenzeit machen könntest. Wie wär's, wenn du zu Doc gehst und uns ein bisschen Stoff zum Feiern besorgst? Ist es nicht etwas zu früh zum Feiern? Mach dir keine Sorgen und lass den guten Rat nur machen. Das Ganze ist quasi schon in trockenen Tüchern. Hier hast du ein paar Splitter. Das sollte ausreichen, um beim Doc ein bisschen was zum Feiern zu kaufen. Wo hast du denn plötzlich die Splitter her? Frag lieber nicht. Wenn ich etwas will, dann kriege ich es meistens auch, mein Freund. Und sag dem Doc, er soll dir etwas von dem besonderen Zeug mischen. Sag ihm einfach, ich schicke dich. Ich glaube, da kommt Blake schon. Wir sehen uns dann später wieder hier. Ich belausche die jetzt erstmal, bevor hier irgendwas passiert. Hey, Red! Blake, mein Freund, was hast du auf dem Herzen? Ich habe ein Jobangebot für dich. Wie immer schnell bei der Sache, was? Worum geht es? Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Und ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass du so jemand bist. Aus sicherer Quelle also? So. Ja, ich brauche einen neuen Bodyguard. Ryan ist zu unzuverlässig geworden. Unzuverlässig? Ja, du weißt ja, wie das ist. Er war dauernd nur am Saufen und am Rumhuren. So jemanden kann ich nicht gebrauchen. Verstehe. Was muss ich denn bei dem Job so tun? Komm mit. Ich zeig dir, worum es geht. Okay, dann geh vor. Ich folge dir. Ich gehe da hinterher. Glaub mal, als wenn ich hier nicht hinterher gehen würde. Warum rennen die so? Oh nein, nein, wir haben ja... Das ist ja mit Ausdauer. Die gehen jetzt beide raus und er knallt ihn um, wetten. Ah, zu Recht. Hier ist nichts mit Cocktailparty. Oi, oi, oi. Da komme ich doch mal mit. Ah, was macht der denn da? Och Leute, bleibt doch mal stehen hier. Ja, ein bisschen Dinosaurier jagen. Ach, ich glaube, ich bleibe mal ein bisschen hinten. Weil sonst sehen die, dass ich dabei auch schießen kann. Hallo, ihr Arschlöcher. Oh, ich bin hier nur am Jagen. Ey. Steck, du bist gar nicht so dumm. Red liegt hier bewusstlos rum. Wurde von einem Hühnchen erledigt. Und er kommt jetzt mit. Was, Leute, das Spiel ist jetzt verbuggt. Red, ich folge dir. Was ist passiert? Okay, geh mal zurück zum Wegpunkt. Wahrscheinlich müssen wir da jetzt durch die andere Wüstendüne hier runter. Ist okay. Für gute Freunde tut man doch alles. Gleich sagt er, ja, der Penner hat uns geglaubt und gleich ist er Futter für die Maden. Oh, da ist der Penner, ja. Und dann, oi, oi, oi. Fliegen hier die Fäuste, außer die von Ray. Die fliegen ja nie. Weil Ray ja nie mitmacht. Der bleibt eigentlich immer sitzen. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Yep. Warum gehen die jetzt hier in dieses super monsterverseuchte Rattenloch? Red, ehrlich jetzt. Das ist totaler Unsinn. Hab ich ihn verpasst? Ich kümmere mich damit. So. Okay. Nee, Red liegt da auf dem Boden und ist tot. Red liegt da auf dem Boden und ist tot. Schalala. Red liegt da auf dem Boden und ist tot. Rumsasa. Sieht, warum sie laufen, denn gestern waren sie saufen. So, dann jagen wir das Vieh mal in die Luft. Rullera. Hoffe ich. Oh Gott. Ist das irgendwie mal möglich, dass hier irgendwas mal nicht verpackt ist? Geht das? So. Das
ist so ein richtiger Fiebertraum jetzt hier gerade, ne? Eigentlich wollte ich nur ganz leger zwei solchen Fritzen hinterherlaufen. Und was passiert? Bin jetzt schon knietief wieder in der größten Herausforderung. Und kämpfe wieder um mein eigenes Leben. Und alles explodiert. Gib mir was zu essen, schnell. Okay, Kinder. Ich dachte, du passt auf meinen Rücken auf. Ich schwöre dir. Ray, ehrlich jetzt. Da verstehe ich jetzt keinen Spaß. Was ist passiert? Ich laufe dem weiter hinterher. Hat er überhaupt ein Ziel? Ich meine, er rennt hier durch die halbe Welt. Verdammtes Mistvieh! Diesen Schakal schafft er doch auch nicht. Sag mal. Ja, vielleicht ist das ja wirklich so gedacht, dass ich jetzt hier für diese Cocktailparty was machen möchte, ne? Aber ich finde, wer sich diese Quest mit Red ausgedacht hat, ne? Das ist definitiv nicht der Qualität des, also des restlichen Quest, Protokolls hier, alle anderen Quests und so weiter, dem nicht ebenbürtig. Das ist alles nur Quatsch, was hier passiert. Na, willst du eigentlich jeden Super Dino hier aus der Wüste mitnehmen? Verdammtes Mistvieh! Okay. Nimm ruhig Red in den Fokus. Das Biest kauft nicht diesen Hammerlock-Typ hier. Richtig nervige Jungs. Bims. Eins, zwei, drei. Große Keilerei. Das, was ich hier mache, also alles ist eher wenig zielführend. Waffe weg. Ja, Waffe weg, genau. Lauf weiter jetzt. So. Ich glaube, er weiß gar nicht, wo er hin will. Guck mal ganz kurz auf die Karte. Inwiefern, also der ist ja jetzt hier eine so eine Schlaufe gelaufen und ich habe auch keine Ahnung warum. Laufen er und der andere jetzt eigentlich so random durch die Wüste? Tolle Wurst, jetzt habe ich ihn auch noch verloren. Ja, da hinten ist er. Ich kann ihn ganz vage erkennen. Jetzt wieder nicht mehr, doch da hinten. Man lässt sich da von so einem Dilophosaurus da verhauen. Ich sag mal. Wüstenteufel. Ray. Hier. Der ist wieder nicht da, ne? Der macht wieder Brückentag. Ja. So einer ist. Okay, jetzt schnell essen, weil. Gefährlich. Maul nicht wegen Waffe weg, Ray. Red, meine ich. Ehrlich jetzt. So. Jetzt kannst du weiterlaufen. Das ist. Ich. Hat der ein Ziel oder läuft der einfach hier nur solche Wüste und fühlt sich dabei stark? Ist eigentlich jemals irgendjemand auf die Idee gekommen, den beiden zu folgen? Ich meine, auf YouTube oder Twitch oder im Beta-Testing oder privat jemand für sich zu Hause? Ist das jemals passiert? Ich warte ja eigentlich nur, dass sie so ein bisschen in eine römische Dampfsauna zusammengehen. Und dann erstmal alle Leute wissen, was dieses Jagen ist, wovon die die ganze Zeit reden. Okay. Da lang.
Ich glaube wirklich, also wenn es jetzt noch 2 Minuten so weitergeht, gehe ich mal wirklich davon aus, dass der hier nur blöd durch die Wüste rennt. Hallo. Jetzt rennt er wieder zurück. Jetzt geht er den gleichen Weg wieder zurück. Verdammtes Mistvieh! Nur um diesen Reißer hier wegzureißen. So, jetzt hol mal dein Schild raus. Hol mal das Schild raus, danke. Man ist ja ganz witzig, zu dritt hier durch die Wüste zu rennen, ne? Aber. Es sind so viele Abers. Wisst ihr was, ist mir jetzt egal. Also, das war ja ein schöner Exkurs, ne? Aber irgendwie hat das einen doch überhaupt nicht weitergebracht. Wo ist Red denn jetzt? Der ist immer nur da in der Wüste. Wahrscheinlich klappt das hinterher nicht. Ich muss dem irgendwie in der Wüste dann wieder folgen und Sachen finden und ihn erstmal finden. Und in der Hoffnung, dass ich ihn überhaupt antreffe und er in meine Richtung läuft. Das ist dann ungefähr so, wie wenn diese drei legendären Hunde-Katzenviecher da aus Pokémon Gold und Silber, also hier Raikou, Entei und Suicune, durch die Gegend reisen und du denen hinterher rennen musst. So ist das hier gleich auch. Apropos Reisen. Wie komme ich denn da oben hin? Haben wir da jemals in der Schnapshölle von Bukarest? Redest nicht viel, was? Aha. Hast du Hunger? Alles klar, schon verstanden. Das ist ein richtig netter Kerl. Moin! Ich bin der Doc. Du bist hier, um Stoff zu kaufen, richtig? Oder bist du etwas wegen etwas anderem hier? Ich bin wegen etwas anderem hier. Dann bist du bei mir falsch. Ich produziere den besten Stoff auf ganz Magalan. Alles, was du brauchst. Alkohol, Stims in jeder Geschmacksrichtung. Oder suchst du vielleicht den besonderen Kick? Der alte Doc kann dir alles besorgen. Wenn deine Venen jucken, ist er dein Mann. Red schickt mich, ein paar Stims zu holen. Du hast wohl zu viel von deinem Stoff gekostet. Ich nehme nichts von meinen Stims. Der alte Doc ist Händler, kein Kunde. Okay. Wieso stotterst du dann? Es gab eine Zeit, in der war der alte Doc normal. Ich hatte einen Unfall. Als die Outlaws wollten, dass ich mit Stims experimentiere, sagen wir einfach, es gab einen Unfall. Es war das letzte Mal, dass ich versucht habe, Stim-Konzentrate herzustellen. Oder sie pur zu nehmen. Ein Gutes hat es allerdings. Ich werde nie wieder Stims brauchen. Aha. Warum nennt man dich Doc? Ist das nicht offensichtlich? Kannst du mich heilen? Auch das kann ich für dich tun. Aber natürlich nicht umsonst. Ich bin verletzt, 10 Splitter. Ich schlaf in deinem Schlafsack, 0 Splitter. Was hast du anzubieten? Im Moment nichts. Ich wurde beklaut. Aha, von wem? Weißt du, wer dich beklaut hat? Red war das. Weißt du, wer dich beklaut hat? Nein, keine Ahnung. Ich war nur kurz weg. Etwas erledigen. Jetzt muss der alte Doc erstmal wieder genug Stoff herstellen, bevor er euch wieder beliefern kann. Okay. Was wurde dir geklaut? Alles. Der gesamte Vorrat. Weg. Einfach weg. Alles weg. Puff. Aber du könntest mir helfen. Wenn du etwas bei mir kaufen willst, dann musst du den Dieb finden. Finde ihn. Finde den Dieb. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Geh zu den Damen. Die Damen wissen alles.
Cindy weiß am meisten, da bin ich mir sicher. Frag sie, sie wissen viel, sehen viel, hören viel. Geh zu ihnen und frag sie. Frag sie gut aus. Möglich, dass sie den Dieb kennen. Ihr seid ganz schön. Das kann ich bestätigen. Die Ladies sind nicht gerade auf den Kopf gefallen. Red schickt mich ein paar Stims zu holen. Die gute alte Ratte also. Ja, ja. Er sagt, du sollst... Ich weiß. Der gute Doc weiß das. Das besondere Zeug, richtig? Ja? Genau. Kein Problem. Gehe. Ich mach das. Ich regel das. Ich mach mich direkt an die Arbeit. Komm in einer Stunde wieder. Dann bin ich fertig. Oh. Na gut. Dann nutze ich mal die Chance und werde mal die Prostituierten befragen. Lange Finger, hier. Wo sind die Finger denn lang? Finger lang. Oh. Wurde auch damals bei der Bundeswehr immer angeschrien, ich soll die Finger lang machen beim Marschieren. Tja. Und was war das Ende vom Lied? Die hatten alle kein Geld mehr hinterher. Außer ich. Ich war reich. Hey, hey. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nee. Ich finde, das können die alle hier sehr gut verstecken, dass sie beschäftigt sind. Ungefähr das Gegenteil von mir auf der Arbeit. Oh, Chef kommt. Mach mal eine Excel-Tabelle auf. Okay. Ich will mit dir reden, ich will hier nicht Sachen klauen. Oh Mann, ey. Warum muss ich denn hier ein... Dann gleich, sagt gleich der... Oh Gott. Ich geh mal ins Bumszimmer, richtig. Oh, können wir die Stange nicht mit irgendwas einspielen, wenn ich mit den Leuten reden möchte? Dann hören die da auch auf zu tanzen. Ja, einen Tag durchgetanzt. GG. Und da ist doch nicht mal eine Musik. Warum läuft hier keine Musik, während die tanzen? Jemand hat mich wegen meiner Verbrechen gemeldet, weil ich hier einen Pfennig von der Bühne geklaut habe. Muss ich gleich wieder schnell laden. Ist auch gut hier. Ich gehe mal zum Duke. Der sagt dann wahrscheinlich, du, was hast du neu gemacht? Und haut mir erstmal auf die Fresse. Einen Moment. Du wirst hier als Verbrecher gesucht. Melde dich umgehend bei William, wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Na gut. Ach, dann muss ich mich eben bei William melden. Das ist doof. Das ist echt doof. Dabei habe ich das wirklich nur aus Versehen gemacht. Ich wollte eigentlich mit dieser Frau reden, aber versehentlich was geklaut. Das glauben hier niemand, ne? Dann denken alle Leute wieder, ach, das ist Quatsch, was er da erzählt. Der erzählt nur Bullshit. Der wollte wirklich klauen. Ich kann denen das 50-fach zurückzahlen. William! Halt! Ja? Du wirst hier als Dieb gesucht. Ja. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Ich meine, ich kann... Nichts. Was? 210? Ich mag neugierig... Sind die hier eigentlich alle wahnsinnig geworden? Na tolle Wurst, wie komme ich denn jetzt mal zu einem Speicherstand, den ich gut laden kann? Der hier? Ah. Nee. Okay. Okay. Das war einer zu viel. 26 hier. Ach, Mann, ist das dumm, ey. So. Ich bin nicht mehr verletzt. Gut. Ah, ja. Das ist nicht gut gelaufen. So, jetzt habe ich diesen Wegpunkt nicht mehr drin. Das bedeutet, dass ich jetzt erstmal auf eigene Faust gucken muss, wo es hier lang geht. Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, da war hier runter und dann geradeaus sein. Diesen komischen Lasertümpel. Richtig. Wir müssen schon irgendwie ins Rotlichtviertel kommen, wenn wir in den Puff wollen. Das ist so eine der 50 Regeln der modernen Welt. Ja. 50. Keine Regel weniger. Auf geht's. Hallo. 210. Nur weil ich versehentlich bis Mitternacht schlafen. Ja, komm. Solche Sprüche kennen wir alle. Oh, warte mal. Ist hier sanftes Klopapier direkt neben dem Bett und ich schlafe da auch noch, ne? Ja.
Oh, vielleicht gucken wir uns die Show einfach an und warten, bis sie fertig ist. Ich meine, ich habe ja das jetzt gemacht, dass sie dann nicht mehr... Ich will auch nicht das Geldbündel nehmen. Steck die Waffe ein. Ach so, wenn ich sie verprügeln will, das geht, ne? Aber reden ist nicht drin. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Oh, Kinder, das Spiel braucht einen Hotfix. Das Spiel braucht einen Hotfix. So, sind wir endlich fertig? Wegen der Gerüchte. Denk dran, alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Hast du etwas über geklaute Stims gehört? Du meinst den Diebstahl bei Doc? Nein, ich glaube nicht. Wo kaufst du deine Stims-Suggestion? Kann ich nicht. Denk nochmal scharf nach. Lass mich mal überlegen. Ja, doch, da fällt mir was ein. Ich glaube, ich habe eine Idee, wer für den Diebstahl bei Doc verantwortlich sein könnte. Ich höre. Scrappy. Von dem habe ich mal welche gekauft. Mm. Das Zeug ist zu gut gewesen, um von einem Müllsammler selbst hergestellt worden zu sein. Scrappy, sagst du? Den Müllsammler? Den habe ich schon mal getroffen. Ja, genau den meine ich. Die meiste Zeit hält er sich unterhalb des Forts auf. Dort kannst du ihn suchen. Alles klar. Und dann kriegt er richtig Schelle. So, 50 Elex gegen 100 Erfahrung eingetauscht. Ist nicht so ein schlechter Kurs. Kann man machen. Die düsen ja genauso rum wie ich hier. Dürfen die dann? Jetzt muss ich irgendwie da oben. War das hier auf diesem Hügel? Echt. Das ist wieder so ein typischer Moment. Das Spiel ist schon mindestens 70 Parts lang. Ich war in jeder Stadt schon sehr lange und sehr oft. Und jetzt immer noch, obwohl ich eigentlich immer im Kreis laufe, merke ich, dass es hier noch mehr Dinge gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Etwas, was die ganze Zeit vor meiner Nase war. Tja, so passiert's. Komm näher. Ich hab deine Bestellung. Seid vorsichtig damit, ja? Nö. Ich hab mich damit selbst übertroffen. Viel Spaß damit. Und jetzt flieg, Vögelchen, flieg! Okay, Scrappy ist der Dieb. Nö, denn Scrappy werde ich erstmal selber erledigen. Das ist so meine Art, wie ich das hier mache. Lange Finger. Da, wo ist der denn? Ich weiß auch gerade nicht, wie lange der Part schon ist. Weiß ich nicht. Wo ist der denn? Gucken noch mal raus. Vielleicht ist er jetzt vorbei. Vielleicht geht's noch weiter. Wir sehen uns in jedem Fall dann. Macht es gut.